Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Einheit der subjektiven Einschätzungen zu Themen der Thanatologie. Und zwar wiederum zur Thesenreihe 9, Thanatologie, Platonismus und das frühe Christentum. Unter Kategorie 9.4, die Verurteilungen eines platonischen Christentums. Teil 3, offene Fragen. Und ich möchte jetzt Ihnen zunächst erläutern, welche Bedeutung diese offenen Fragen für unser Anliegen haben, in den Diskurse der Antike und des frühen Mittelalters in die Gegenwart zu übertragen. Das kann ich Ihnen folgendermaßen erläutern. Und zwar, in Bezug auf die in den Jahren 543 und 553 nach Jesu Geburt formulierten Verurteilungen des Origenes und des Origenismus werden bis in die Gegenwart hinein grundlegende Fragen diskutiert, die auf dem Fundament der vorhandenen Quellen nicht eindeutig beantwortet werden können. Das können wir noch weiter zuspitzen. Viele der offenen Fragen, die in Bezug auf die Verurteilungen des Origenes und des Origenismus diskutiert werden, sind von zentraler Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte eines platonischen Christentums im engeren Sinne. Und jetzt kann ich diese Übertragung in die Gegenwart erläutern, nämlich viele der offenen Fragen, die in Bezug auf die Verurteilungen des Origenes und des Origenismus diskutiert werden, können heute im Rahmen der Thanatologie neu diskutiert werden. Und hiermit baue ich eine Verbindung auf zu Leitgedanken, die ich in früheren Kontexten erläutert habe, nämlich zum Beispiel dem Leitgedanken, der über dem gesamten Bereich der Thesenreihe 9 bis 12 steht, nämlich der Platonismus und die verdrängten und verurteilten Formen eines platonischen Christentums sind für heutige wissenschaftliche Diskurse zum Phänomen Tod im Generellen und für Theologie und Kirche im Speziellen in vielfacher Hinsicht von Relevanz. Genauso kann ich ganz an den Anfang zurückverweisen, nämlich zu den Anliegen der Kieler Akademie für Thanatologie, hier speziell Anliegen 3, nämlich alle interessierten Personen sollen für sich selbst entscheiden können, welche Erklärungen zu Fragen der Thanatologie sie für plausibel halten. Also das, was ich immer als subjektive Plausibilität bezeichne. Vor dem Hintergrund können wir uns jetzt drei von solchen offenen Fragen der Diskurse zu den Verurteilungen des Origenes und des Origenismus vergegenwärtigen. Nämlich zunächst folgende Frage. Inwieweit setzen die Verurteilungen das platonische Konzept einer Seelenwanderung als Seelenwachstum voraus, auch wenn es nicht explizit benannt wird? Und meine Einschätzung kann ich Ihnen folgendermaßen erläutern, nämlich in Gestalt von These 9.5. Die in den Jahren 543 und 553 verurteilten Formen einer platonisch-christlichen Religiosität basieren auf einem platonischen Verständnis von Seele, welches ohne die Vorstellung von Seelenwanderung als Seelenwachstum nicht angemessen erfasst werden kann. Und dies führt in der Konsequenz zu einer weiteren Frage, nämlich, warum wurden das Motiv einer Gleichstellung mit Jesus und die damit einhergehenden Vorstellungen als abscheuliche und fluchwürdige Lehren verurteilt? So in Anlehnung an die Schlussformel der Verurteilungen aus dem Jahre 543. Und dazu kann ich Ihnen eine Einschätzung vorlegen, die repräsentativ ist für viele vergleichbare Einschätzungen. Und zwar in diesem Falle formuliert von Alexandra Hasse-Ungeheuer, und zwar in Bezug auf die Implikationen des Motivs der Gleichwerdung mit Jesus. Da lesen wir als Einschätzung Folgendes. Hierbei wird eine Gefahr des Origenismus deutlich, wie sie durch die Gegner suggeriert wird. Die Annäherung, Gleichsetzung mit Christus und damit verbunden das Verschwinden seiner Einzigartigkeit und Heilsbedeutung. Und meines Erachtens müssen wir eine solche Einschätzung noch weiter zuspitzen. Denn meines Erachtens ist der eigentliche Konfliktpunkt der folgende. Ich formuliere es mit These 9.6. Das platonisch-christliche Motiv der Gleichwerdung mit Jesus widerspricht dem Konzept der Heilsnotwendigkeit der Institution Kirche und damit unter anderem dem von Cyprian formulierten Leitgedanken Extra Ecclesiam Nulla Salus und dem damit einhergehenden Verständnis von Sakramenten. Und damit kommen wir zu der spannendsten, aber auch kontroversesten Frage dieser offenen Fragen, nämlich, wann ist ein platonisches Christentum im engeren Sinne entstanden und auf wen geht es zurück? Und ich möchte Ihnen zunächst erläutern, was meines Erachtens nicht als Erklärung ausreicht, nämlich These 9.7.
Die Geschichte der Entstehung eines platonischen Christentums im engeren Sinne kann vor dem Hintergrund der Werke des Origenes und einzelner Origenisten nicht hinreichend erklärt werden. Also Namen wie zum Beispiel Evagrius Ponticus oder Stefan Barus oder Eli. Stattdessen These 9.8. Formen eines platonischen Christentums im engeren Sinne begegnen in verschiedenen außerkanonischen Schriften des frühen Christentums, die zuweilen überhaupt erst durch archäologische Funde wieder zugänglich geworden sind, unter anderem die sogenannten Nakamadi-Kodizes. Und das bedeutendste Zeugnis des frühen Christentums, das durch solche archäologische Funde wieder zugänglich geworden ist, das steht im Zentrum von These 9.9, nämlich: Das Thomas-Evangelium ist das älteste Zeugnis eines platonischen Christentums im engeren Sinne und es versteht Jesus als den Begründer dieser Tradition. Das erläutere ich vorausgreifend mal an dem Motiv der Gleichwerdung mit Jesus, denn da können wir Folgendes festhalten. Das Thomas-Evangelium ist das älteste erhaltene Zeugnis eines platonischen Christentums im engeren Sinne, in welchem das Motiv einer Gleichwerdung mit Jesus begegnet. Das finden wir dort nämlich in Jesus Wort 108, das heißt folgendermaßen: Jesus sagt, wer von meinem Mund trinken wird, wird werden wie ich. Ich selbst werde er werden und die verborgenen Dinge werden sich ihm offenbaren. Und ich selber möchte das Ganze noch weiter zuspitzen, nämlich mit These 9.10. Bereits in den Kontrasten des Thomas-Evangeliums und des Johannes-Evangeliums lassen sich Ansätze von platonisch-christlichen Vorstellungen erkennen, die in den Jahren 543 und 553 verurteilt worden sind. Und worauf diese Kontraste des Thomas-Evangeliums und des Johannes-Evangeliums hinauslaufen, das erläutere ich Ihnen in Thesenreihe 10 im Jutta dem Leitgedanken, Thanatologie, platonisches Christentum und Allversöhnung, Alleinheit, Allliebe. Dazu lade ich Sie herzlich ein, unser Gedanke für jetzt.